Evakuierung von 6000 Anwohnern, Fliegerbombe auf Schulhof gefunden, Köln. Der 10 Zentner Blindgänger wurde auf dem Gelände des Schiller Gymnasiums in Sülz gefunden. Die Weltkriegsbombe amerikanischer Bauart liegt in rund 4 Metern Tiefe. Bei einer Überprüfung eines Verdachtspunkts wurde die Bombe in der Nikolausstraße 55 entdeckt. Ordnungsamt und Kampfmittelbeseitigungsdienst sind aktuell vor Ort. Der Evakuierungsradius wurde grob auf rund 350 Meter festgelegt. Von der Evakuierung sind rund 6000 Anwohner betroffen. Auch einige Universitätsgebäude und das Wohnhaus Unicenter betroffen. Folgende Bereiche sind von der Evakuierung betroffen: im Norden bis an die Kerpener Straße, östlich bis über die Universitätsstraße hinaus. Südlich geht der Evakuierungskreis bis an die Luxemburger Straße heran und südwestlich etwa bis zur Linie Konradstraße, Ägidiusstraße, Robert-Koch-Straße, Kerpener Straße. Verkehrssperrungen werden frühestens ab 16 Uhr eingerichtet. Davon sind zunächst nur die Straßen im direkten Umfeld zum Bombenfundort betroffen. Die Hauptdurchgangsstraßen werden zu einem späteren Zeitpunkt gesperrt. Die Stadt hat eine Anlaufstelle in der Sporthalle des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in der Leibergstraße 1 in Köln-Sülz eingerichtet.